Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, wieder zu einem neuen Video. Und zwar heute mache ich mal eine Ausfahrt mit dem Motorrad und teste, wie die Verbindung der Insta360 Ace Pro und meiner Helmkamera, dem Senna 10C Evo, funktioniert. Und dafür, ja, schwinge ich mich aufs Motorrad. Ich wünsche euch viel Spaß. So, als nächstes habe ich das hier angebracht und es ist eigentlich vollkommen egal, wo ihr das anbringt oder mit welcher Stärke, denn hier lässt sich das mit dieser Schraube an jeder Stange befestigen, egal wie dick. So, gestern bin ich gefahren, einmal so, und das hat echt funktioniert. Also für die Fernbedienung hier mit dem Gummiband an der Lenkstange hier finde ich also nicht so prickelnd, weil du kannst es nicht wirklich richtig festmachen, und wenn du dann auf den Knopf drücken möchtest, dann seht ihr, wie sich das Ding hin und her bewegt. Also das finde ich nicht so dolle. Ja, also, so wie es aussieht, wird also der Ton mit aufgezeichnet und dann werden wir jetzt mal fahren. Und wie gesagt, ich werde euch die Ohren voll quatschen mit dem Mikrofon vom Senna zur Insta360 Ace Pro. Dann würde ich sagen, fahren wir mal eine Runde und gucken mal, wie das Ganze wird. Ich bin mal gespannt, vor allen Dingen, wie sich der Ton anhört. Also, dann würde ich sagen, fahren wir mal eine Runde. Ja, also wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, das Schöne ist, ich sehe mich jetzt gerade am Display. Ich habe das aufgeklappt, weil die Kamera ja zu mir zeigt. Und ich bin also wirklich mal gespannt, ob die Verbindung hält und wie sich der Ton anhört. Also bei offenem Visier, bei zuem Visier, ob der Ton richtig, richtig gut ist. Also wenn das funktioniert, Leute, dann bin ich richtig glücklich, weil dann hat sich das Ganze ja gelohnt. Wir haben Sonntag und wir haben noch mal ein bisschen Sonnenschein. Der soll auch nicht allzu lange halten, ist aber auch egal. Wir werden jetzt mal eine schöne kleine Tour fahren. So, boah, Leute. So, jetzt mache ich das Visier erstmal runter, denn die Sonne blendet ja doch ganz schön. Ist ja unglaublich. Und ja, ich müsste jetzt immer so an der Kamera vorbeigucken, weil ich die mir genau vor die Linse gepackt habe. Aber das geht. Ich kann sie also jetzt hier mit dem Stativ auch ein bisschen niedriger machen. So, jetzt habe ich nichts mehr im Blick. Mach die ein bisschen höher. Ja, und bis jetzt schlägt sich das ja alles super, super gut. Ich werde natürlich auch die Fernbedienung benutzen und werde dann ab und zu mal die Kamera ein- und ausschalten und mal sehen, ob dann, wenn das Video beendet ist und ich ein Video von vorne beginne, dann die Verbindung vom Senna 10C, also hier von meiner Helmkamera zur Insta, dann auch noch bestehen bleibt. So, jetzt klappe ich aber mal das Visier runter. So, und ich höre direkt vom Ton her, das klingt dann alles so ein bisschen, wie sagt man das, so verhallt, dumpf im Helm. Ich weiß ja bis jetzt noch nicht, wie der Ton klingt. Und ich werde dann auch später die Kamera mal anders positionieren. Na super. Ich vergesse immer den Helm zuzumachen. Na, das läuft ja rund. Machen wir gleich. Und ja, also ich werde dann die Kamera mal ab und zu anders positionieren. Oder hier auf dem Stativ werde ich sie gleich mal ganz hochschrauben und werde damit fahren. Die Leute gucken mich zwar dann immer an wie so ein Doof, aber das ist ja egal. Es geht ja darum, einmal, ob der Ton
noch bleibt und ob die Fernbedienung funktioniert. Also wie gesagt, die ersten Tests und Versuche habt ihr ja wahrscheinlich bei meinem letzten Video gesehen, dass ich also die Insta ja hier mit dem Senna, mit dem ja, Intercom am Helm, ich nenne sie Helmkamera, verbunden habe, bin dann draußen einmal kurz durch den Garten spaziert, um anzutesten, ob das überhaupt funktioniert. Das hat ja funktioniert. Und heute testen wir das mal bei der Ausfahrt. Und wenn das alles funktioniert und wirklich klappt, dann kann man sich wirklich so viel Kabelgedönse und zusätzliche Mikros sparen. Für mich erst recht ein Grund gewesen, diese Kamera zu kaufen. So, da vorne halten wir jetzt mal, da mache ich den Helm erstmal zu. Oh, ich bin aber ein Depp. So, einmal halten hier. Machen wir jetzt erstmal den Helm zu. Meistens. So. Weiter geht's. Jetzt fahre ich hier nochmal durch ein Örtchen. Und wenn ich hier durch bin, dann fahren wir... Na, was ist? Der weiß nicht, wohin er will. Geht auch schneller. 20 km/h. Uiuiui. Naja, so. Dann schalte ich jetzt mal die Kamera aus und werde sie dann nachher nochmal anschalten, um zu gucken, ob der Ton dann immer noch mit aufgezeichnet wird. Natürlich hier mit der Fernbedienung. Kann ich euch das nochmal kurz zeigen? Ich hoffe, ihr seht das. Ich fahre jetzt praktisch mit der Sonne im Rücken. Und ich bin halt mal gespannt, wie die Kamera damit fertig wird. Das heißt also mit mir hier vorne, ob das alles dunkel ist und hier oben alles viel zu hell. Oder ob die da ein richtig gutes Bild von macht. Da bin ich also jetzt wirklich mal gespannt. So, wir fahren jetzt mal hier ab. Da bin ich also wirklich mal gespannt. Denn das sind ja so Aufnahmen, auf die man ja wirklich immer schaut, wenn man mit der Kamera unterwegs ist. Ob das überbelichtet, unterbelichtet ist oder ob das echt warme Töne gibt. Und das Bild echt gut aussieht. Ja. Die Sonne wieder im Rücken. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt drauf, wie das aussieht. Lassen wir uns mal überraschen. So, ihr Lieben, also ich habe jetzt gerade an der Ampel gestanden und habe das Stativ unten an der Lenkstange nochmal festgedreht. Jetzt werden wir den ganzen Arm nochmal ausfahren. Und hier darf man 70 fahren. Wie das aussieht, ich beug die Kamera mal leicht runter. Ich hoffe, das geht über mich drüber. Also ihr seht... Es geht noch höher und das werde ich euch jetzt mal zeigen, wie das aussieht, damit ihr davon mal eine Vorstellung habt. So, Gang ist draußen, Karre lassen wir laufen. Dann hole ich nur mal schnell das Handy raus und dann zeige ich euch das mal. Und bin auch mal gespannt, wie der Ton ist. Und dann werden wir mal so einen kurzen Augenblick weiterfahren. So, Handy mache ich mal an. So. Jetzt zeige ich euch das nochmal. So sieht das Ganze aus. Und wir können es hier oben noch ein Stück weiter ausfahren. So, das machen wir jetzt auch mal. Und dann will ich mal gucken, wie das Ganze aussieht. So, ich habe natürlich keinen Einfluss mehr auf das Bild. Aber ihr seht, das ist schon eine ganze Menge. Gut, dann werden wir mal so weiterfahren. So, die Kamera läuft noch. Soll sie ja auch. Und jetzt werden wir mal schauen, ob sie stabil bleibt. So, jetzt fahren wir 50. Hier dürfen wir auch nicht schneller fahren. Ja, so sieht das Ganze aus. Wenn ich hochkomme, weiß ich nicht, ob ihr überhaupt irgendwas von mir seht. So, da ist 30. Die werden wir jetzt fahren. Schön brav. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, wie gesagt, mit ausgefahrenem Stativ. Das sind insgesamt, wie viele Glieder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 Glieder davon sind komplett ausgefahren. Jetzt werde ich wieder angeguckt wie so ein... Naja, aber wir sind ja hier, um es auszuprobieren. Und ihr kennt das ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und dann werden wir auch gleich mal die Kamera nach vorne drehen. So sieht auf jeden Fall die Aufnahme dann aus. Okay, so, jetzt habe ich die Kamera mal gedreht und
Jetzt könnt ihr mich nicht mehr sehen, aber ich hoffe, ihr könnt mich hören. Und jetzt fahren wir weiter. Und ich fahre jetzt mal ein Stück mit offenem Visier, weil ich möchte ja wissen, wie sich das anhört. Okay, dann lasst uns mal starten. Ja, also, wir befinden uns jetzt auf der Straße, wo es zu meinem Lieblingsort geht. Wie gesagt, das ist so eine kleine Hausstrecke von mir, jetzt aber auch in verkürzter Version. Und das Visier ist jetzt offen und ihr hört ja, der Wind bläst ganz anständig. Und wartet mal, ich verstecke das Mikro mal so ein bisschen hinterm Helm. So. Ja. So, und ich bin mal gespannt, wie der Ton und die Klangqualität ist, wenn man jetzt bei gutem Wind mit offenem Visier fährt und wie sich der Ton dann da anhört. Also, ja, wie gesagt, ich muss euch ja jetzt die ganze Zeit die Ohren voll quatschen, denn ich will ja später wissen, wie der Sound ist. Da bin ich wirklich mal gespannt. Nach wie vor, immer wieder. Ja, und wenn das also funktioniert, wie gesagt, dann freue ich mich tierisch darüber, dass man diese beiden Geräte miteinander verbinden kann. Denn so sind alle Kameras ja wasserdicht. Denn bringt man, um ein Mikrofon dort anzubringen, muss man ja das Mikrofonadapter da dran machen. Und wenn man das Mikrofonadapter da dran macht, dann ist die Kamera ja schon nicht mehr wasserdicht, weil man ja dann eine dieser beiden Klappen entfernen muss. Ja, so, der Wind pfeift. Jetzt fahre ich mal 80. Und ihr werdet ja hören, wie der Ton jetzt ist. Also wie gesagt, bei zu im Visier kann ich mir vorstellen, klingt das bestimmt nicht schlecht. Bei offenem Visier weiß ich es nicht. So, hier dürfen wir wieder nur 50 fahren. Dann fahren wir mal 50. Warum auch immer. So, hier ist 70 erlaubt. Fahren wir mal wieder 70. Damit man das Windrauschen ein bisschen drin hat. Damit ich mir das später. Ja, oh, jetzt geht der Wind gut. Damit ich mir später mal anhören kann, ob es da eine Rauschunterdrückung oder Windunterdrückung gibt. Und wie das miteinander funktioniert. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. So, hier haben wir wieder 50. Und wir kommen jetzt immer näher zum Rhein. Da ist 30. Ja, da hinten sieht man den Rhein schon. Da werden wir dann nachher mal hinfahren und wie immer geht der Wind ordentlich, pfeift also hier wirklich durch den Helm. Was eine Straße. Ich glaube, ich muss die Federung mal anders einstellen hier. Ja, das, was dieses Stativ und die Halterung für einen Nachteil haben, das ist dadurch, dass sie unten kein Kugelgelenk haben, kann man also während der Fahrt die Kamera also leider nicht nach rechts oder links drehen. Das kann man machen, aber ob man das während der Fahrt machen sollte, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ich werde das jetzt einfach mal probieren, ob das funktioniert, damit wir gleich direkt mal den Rhein sehen. Und zwar kann man hier unten die Schraube lösen. Also rein theoretisch muss ich die jetzt ein bisschen lösen. Die Schraube lösen und dann die Kamera etwas drehen. Ach Scheiße. Seht ihr, da haben wir schon die ersten Probleme. So, die Kamera ist lose. Wie dreht man die jetzt nochmal fest? So dreht man sie feste. So, Kamera läuft noch und jetzt mache ich das nämlich mal hoch. Und zwar richtig schön hoch. Weil da sollte man dann den Rhein sehen können, weil wenn ihr den in meiner Position habt, also das Stativ auf meiner Höhe, dann seht ihr wahrscheinlich wieder nur die Mauer.
Und so, dass ich die Kamera jetzt so hoch ausfahren kann, das hatte ich euch ja vorhin gezeigt, habe ich jetzt gerade nochmal gemacht. Habe die Kamera während der Fahrt gedreht. Also wenn man langsam fährt, kann man das wohl machen. Oh, jetzt kommt ein Auto hinter mir. So, in diesem ausgeklappten Zustand fahre ich jetzt 70. Und das Stativ hält. Unglaublich. So, ich klappe jetzt nochmal das Visier runter. Also das Stativ hält tatsächlich. Ich fahre jetzt 72. Die Kamera wackelt zwar ein bisschen. Ich bin mal gespannt, auch wie das Bild nachher ist. Also das sind schon, wie gesagt, ich bin hier gerade auf alles gespannt. Das Stativ schlägt sich super. Das hält also auch bei 70 km/h. Auf den Ton bin ich gespannt. Ja, ich lasse mich mal komplett überraschen. Also wie gesagt, ich hoffe, man sieht den Rhein. So, und da kommen wir zu meinem Lieblingsplatz. Den filme ich gerade. Da seht ihr, jetzt fahre ich hier rechts ab. Da fahren wir hin. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das nachher aussieht. Ja, und das, wie gesagt, ist mein Lieblingsplatz. So, jetzt fahren wir wieder durch diesen Pflastersteindingens. Die Kamera ist gut am Wackeln. Jetzt filme ich auch noch Richtung Sonne. Da bin ich natürlich auch mal drauf gespannt, wie das wird. So, voll in die Sonne rein. Da werde ich die Kamera jetzt mal ausmachen. Ja, und jetzt zeige ich euch nochmal, wo ich die Kamera nochmal positioniert habe, und zwar in voll ausgefahrenem Zustand. Das seht ihr hier an den Gliedern. Die sind also komplett ausgefahren bis hoch zur Kamera. Oh, da komme ich ja kaum dran. Und ihr seht ja selber, ne, so wenn man jetzt mal dran wackelt, ne, das wirkt alles instabil. Hat aber nichts mit dem Stativ zu tun oder hier unten mit der Halterung, sondern tatsächlich mit diesem Teil hier, was man hier festdrehen kann, weil das ist also ganz merkwürdig. Das lässt sich also hin und her bewegen. Also finde ich jetzt, naja, es ist alles richtig feste gedreht. Also da kann eigentlich nichts mehr passieren. Und so werden wir jetzt fahren. So, ich kann mich jetzt tatsächlich nur noch hier nach der Fernbedienung richten. Also, Kamera läuft. Das kann ich schon mal sehen. Aber ob der Ton mitläuft, das kann ich natürlich nicht sehen. Aber das werden wir ja alles feststellen. So, jetzt fahren wir hier erstmal über diese schönen, hier, wie nennt man das? Rasengitter, Schotter, Steine, wie auch immer. Das wird ein bisschen holprig. Und entsprechend bin ich natürlich gespannt, ob das die Kamera mitmacht. Und vor allen Dingen das Stativ. So, das ist gut am Holpern. Oh, die Kamera ist gut am Wackeln. Aber scheint bis jetzt zu halten. Also, wie gesagt, da bin ich mal gespannt drauf, wie das funktioniert mit der Kamera. Ob die den Wind auch wirklich so mitmacht. So, ich mache das Visier nochmal runter, damit man meine Stimme hört. So, wir fahren jetzt 50, 60. Wir fahren jetzt 70 und ja, die scheint ja zu halten. Natürlich kann ich die Position jetzt nicht sehen, aber ich habe die Kamera auf Weitwinkel gestellt und das müsste eigentlich gut funktionieren, weil da oben natürlich die Kamera zu positionieren ist was schwierig, aber ist ja vollkommen egal. Wir wollen ja gucken, ob das hält und der Ton gut funktioniert. Denn klar ist natürlich, wenn man die Kamera irgendwo hat, gerade am Motorrad, und man sie dann auch nicht mehr richtig einstellen kann, sollte man eigentlich, oder so mache ich das immer, stelle ich die auf Weitwinkel, um möglichst viel an Aufnahme drauf zu haben. Stativ hält noch, gefällt mir sehr gut. Werden wir nachher auch noch mal ein paar Aufnahmen machen in einer anderen Position. So, die Sonne ist noch da, schönste Wetter, macht mir also richtig Freude. Boah, die Kamera hält, unglaublich. Also das gefällt mir jetzt richtig, richtig gut. So, dann halten wir, ne, hier ist auch schlecht. Aber wir werden jetzt gleich halten. Und zwar hier. Werden dann die Kamera anders positionieren. So,
Und jetzt zeige ich euch mal, wo ich die Kamera jetzt befestigt habe, nämlich da hinten dran. Und ihr seht also, wie herrlich lang das Ganze ist. Und ich probiere echt heute alles aus, ob die Aufnahmen jetzt schön sind oder nicht. Aber das wird jetzt nochmal so eine sein, um so einen Belastungstest zu machen, ob die hält. Ihr seht ja, wie schön die Stange hier durchgebogen ist. Soll man eigentlich gar nicht so weit ausklappen, aber wir werden das ausprobieren. Ich bin also mal gespannt. Jetzt werden wir also mal hier die Strecke mit der Kamera so fahren. Und ja gut, das Auto lassen wir jetzt noch vorbei. Und dann bin ich mal gespannt, ob das so hält. Oh mein Gott, bin echt verrückt. Aber egal. So. Ja. Also, solange ich die Kamera so ein bisschen im Rückspiegel habe, weiß ich, das hält. Oh, hier ist nur 30 erlaubt. So, ich klappe das Visier nochmal runter. Sonnenschutz, so. 30 sind hier nur erlaubt. Na gut, 50. Und die Kamera wackelt und wackelt und wackelt, hält aber die Position. Das ist also echt erstaunlich. Trotz diesem ausgeklappten, weiten Zustand des Stativs. Die Kamera ist also ordentlich am Wackeln. Ich bin mal gespannt nachher, was der Bildstabi sagt. Auch wieder so eine Sache, die man antesten muss. Aber all das will ich ja nun mal auch wissen und ausprobieren. Jetzt fahren wir wieder der Sonne entgegen. So, hier haben wir 30, okay. Die sind alle herrlich am Gucken. Was macht der doof da? Ah, super. Naja, okay. Ich denke mal, das wird dann auch die letzte Einstellung sein. Dann werde ich die Kamera wieder vorne am Lenker positionieren und dann auf dem Nachhauseweg die letzten Aufnahmen machen. Ach, hier ist ein Parkplatz. Gut, hier halten wir eben. Und dann werden wir die Kamera mal umstellen. Genau. Einwandfrei. So. Okay. Tja, okay. Also tatsächlich die automatische Verbindung vom Sender zur Kamera ist bestehen geblieben. Das Einzige, was leicht unterbrochen war, war tatsächlich die Fernbedienung. Das hat jetzt ein paar Minuten gedauert. Irgendwie sind die sich da ins Gehege gekommen. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, wie gesagt, weil der Akkustand von der Fernbedienung jetzt wirklich sehr niedrig ist. Und das kann natürlich damit zusammenhängen. Genau weiß ich es auch nicht. Aber nicht schlimm. Ich meine, beides hat jetzt wirklich sehr lange und sehr gut durchgehalten. Vielleicht werde ich mir dann doch nochmal irgendwann einen Akku kaufen müssen. Werden wir mal schauen. So, da oben auf der Brücke waren zwei Kinder. Die haben gewunken, da winkt man doch gerne zurück. Ich hoffe, das war für mich ein erfolgreicher Tag. Aber das werden wir nachher feststellen. Oder heute Abend, keine Ahnung. Das Video muss ja auch noch geschnitten werden. Dass ich euch heute natürlich die Ohren voll quatsche, hat ja letztendlich damit zu tun, ob das wirklich auf dem Motorrad so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Deswegen müsst ihr heute mal damit leben. Gibt weniger Musik und mehr Gequatsche. Oh, wow. Aber egal, soll ja so sein, ne? Und natürlich hört er ja, wie der Wind pfeift. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr das hört. Ich selber höre ja noch gar nichts. Jetzt bin ich zu Hause. Und dann werden wir uns sehen, wenn das Video bearbeitet ist. Ja, ihr Lieben, also ich habe das Video jetzt fertig geschnitten und bearbeitet. Also ich habe viele Stellen rausgeschnitten, wo nichts gesagt worden ist, denn es geht ja letztendlich um den Ton zwischen dem Sennheiser 10C Evo und der Insta 360 Ace Pro. Und ich muss sagen, ich bin maßlos begeistert, wie gut der Ton sich anhört. Also egal, ob mit offenem Visier, mit zugeklapptem Visier,
Ich bin einfach sprachlos. Das ist wirklich genial, dass das überhaupt funktioniert hat. Das Video ist natürlich was länger geworden, weil dieses Stativ, was ich mir ja auch gekauft habe, wollte ich natürlich auch gleich in allen extremen Positionen ausprobieren. Und ja, hat mir auch gut gefallen. Gut, an der Bildqualität, da muss man noch arbeiten, denn ich hatte das Gefühl, dass das Bild im Hintergrund ein bisschen am Ruckeln ist. Da muss ich mal gucken, was man machen kann. Aber letztendlich ging es um den Ton. Wie gesagt, über dieses Gerät vom Sennheiser, also über das Mikrofon vom Sennheiser reingesprochen und von der Insta aufgenommen. Kann ich nur sagen, hat mir gut gefallen. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal oder wenn es jemanden interessieren könnte, dann könnt ihr das gerne auch teilen. Und ich hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen. Ihr fandet es interessant und ich würde sagen, das war's mal wieder. Bis dahin, tschüss, euer Mike on Bike. Ciao, ciao.